ich das richtig in den Kommentaren gelesen habe, gibt es inzwischen keine wilden Kiesgruben über Lande mehr. Kies erntet man heutzutage in Höhlen und in Wasser. Unter Wasser. Schade eigentlich. Diese Kiesgruben mochte ich. Mal schauen, hier ist ja auch noch unter Wasser jede Menge von dem Zeug. Können wir uns dann auch holen. Warum das liegen lassen? Wozu haben wir denn die Verzauberung, dass wir unter Wasser so gut ernten können? Man muss ja nur ein bisschen auf die Luft achten. Es geht hier sogar noch tiefer. Luft holen. Wichtig. Es wird sogar noch eine Reihe tiefer gehen, wenn ich das richtig sehe. Und noch eine. Jetzt wird es hier aber schon sehr dunkel. Dann bleiben wir lieber auf der Reihe. Luft. Was sagt das Inventar? Das sagt, ja, ich bin gerade mal angekratzt. Dann mal gucken, dass man hier nichts liegen lässt. Hier unter Wasser werde ich jetzt wirklich nur grob ernten. Also, da werde ich jetzt nicht den letzten Krümel auch noch rauspopeln. Verwandelt sich heute aber viel in Feuerstein. So. Jetzt haben wir hier einen ganz schönen Graben reingekloppt. Naja. Wir können ja schon mal ein bisschen was wegtun. So. Haben wir schon fast eine Kiste. Sand wird das nächste sein, was uns ausgeht. Das sind wir ja schon gewohnt. Ja, wenn man das mal überlegt, wir bereiten gerade 48 Pyramiden vor. Das ist eine Zahl, das ist Wahnsinn, oder? Und wenn ich Zeit habe, gehe ich nochmal meine Liste durch, was noch fehlt. Vielleicht kriegen wir sogar die 50 voll. Luft.
die Feuersteine. Davon hätte ich jetzt auch gerne einen sinnvollen Block. Ach ja, stimmt, da läuft ja auch das Wasser von links und rechts rein. Naja. Könnte sein, dass es auch einfach dunkel wird. Wo ist denn die Sonne? Oh, die ist tatsächlich am Untergehen. Also da ich hier unten gerade ungefähr null Sicht hab, werdet ihr auch nicht gerade mehr Sicht haben. Rumliegt. Ich glaube, wenn ich heute mal das Dunkelblau rausnehme, dann sollten wir auf jeden Fall besser sehen. Das war übrigens ein Fehler, es unter Wasser zu machen, denn die Zeit läuft weiter. Nö, macht wenig Unterschied hier, oder? Macht eigentlich gar keinen Unterschied. Nur, dass man von oben besser sieht. Na gut. Warum? Jetzt darf ich aber wohl schlafen. Da oben dieser Holzblock ärgert mich auch. Da kümmere ich mich gleich. Alle vier Kisten voll mit Kies. So viel Kies bräuchten wir gar nicht. Obwohl, es fehlt doch noch einiges Luft. Sammeln. Inventar voll. Die Kieskiste. Also Nummer 1 ist schon mal voll. Holen ist noch das Einfache. Na, Sand ist auch noch einfach, ja. Gebe ich zu. Sehe ich auch kein Problem. Schwieriger wird es bei den Lehmblöcken. Ja, wir haben auch hier Glück mit Kies. Und das ist quasi ein Katzensprung von unserer Stadt entfernt.
würde sagen, drei Kisten reichen erstmal. So viel Sand haben wir ja auch nicht. Können wir lieber heute noch eine Kiste Sand holen. Und auf dem Rückweg ein bisschen Schwarz mitbringen. Luft. Luft ist immer gut. Lecker Salzwasserhähnchen. Luft und Inventar voll und Kiste 2 bald voll. Mann, werden sich da meine Feuersteinvorräte freuen. Ich glaube, Feuerstein ist so das Letzte, was wirklich noch nützlich gemacht wird. Ich meine, okay, man kann Pfeile daraus machen, aber... Pfeilverzauberung für du verbrauchst keine die Bogenverzauberung für du brauchst keine Pfeile ist relativ häufig, wenn man es mal mit Behutsamkeit vergleicht. Von daher braucht man eigentlich nicht so viele Pfeile. Was ist denn hier kaputt? Oh. Da hört irgendwie das Wasser auf zu fließen. Das müssen wir vielleicht ganz zum Schluss mal reparieren. Aber ganz zum Schluss, bitte. Auch mal schön über Tage zu ernten. So. Gleichen wir das doch gleich noch mal von der Höhe dem Rest an. Ja, ordentlich machen können wir, wenn wir hier den kompletten Kies raus haben. Das ist jetzt ja nicht so das Problem. Da gehen wir mit ein paar Dreckblöcken hin, füllen die Stellen auf, wo es nicht fließt, und dann... Oh, schon wieder ein Inventar voll. Damit haben wir Kiste 2 gefüllt. So... Gott, ist das viel Feuerstein. Überlegt mal. Das wären auch schon wieder fast 8 Stacks.
komm. Du hier für die Feuersteine. So. Furchtbar. Gleich haben wir genug. Schön glatt. Das lässt sich ja alles schnell ernten. Ja, das Eisen nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. So viel Platz muss sein. Wow. Hier kaputt aus. Ah, das kriegen wir alles wieder hin. Momentan ist es ja nicht im direkten Blick der Stadt. Von daher kann es erstmal so bleiben, bis wir hier alles weg haben. Ist halt noch ein aktiver Tagebau. Mal wieder Luft holen. Oh, es ist dunkel. Eigentlich kann uns das hier doch eigentlich egal sein, oder? Wäre mir theoretisch trotzdem lieber, wenn wir kurz schlafen würden. Einfach auch wegen der Sicht unter Wasser. Oh, außerdem sind wir voll. Dann können wir noch schnell unser Inventar machen. Gott, das habe ich aber ein bisschen sehr kaputt gemacht hier. Wie gesagt, das kriegen wir wieder hin. So, jetzt machen wir noch die Kiste voll. Dann haben wir genug. Also da vorne noch diesen einen Hügel weghauen. Ja, das sind auch die Eisblöcke schuld, die hier liegen. Ich möchte gerne eine Statistik haben, die auch anzeigt per Spielsession, was da geschehen ist. Also nicht nur, wie viele Kiesblöcke ich gesamt abgebaut habe, sondern wie viele ich in dieser Spielsession abgebaut habe. Das würde ich jetzt wirklich gerne mal wissen. Heute jede Menge.
wir sind dann gleich auch weg. Aber das Bett holen wir noch. Ja, da haben wir auch noch Platz im Inventar. War alles hier relativ flach. Jetzt ist es sehr tief. Oh, warum nicht? Man muss ja nicht immer nur am Land ernten. Da vorne war auch noch ein bisschen Kies. Hätten wir rauskratzen können. Inzwischen neige ich übrigens dazu, diesen Hügel hier irgendwann ganz wegzureißen. Den hier würde ich gerne erhalten. So, dann schauen wir doch mal, wie weit wir damit jetzt kommen. Und vor allem, welche Farben noch fehlen. Also 1, 2, 3, 4. Ach, komm. Was macht denn eine Kabel da? Stimmt, den haben wir auch abgebaut. Ihr könnt direkt hier rein, du kannst erstmal hier rein, solange wir aufräumen. Ihr kommt auch weg. Oh ja, meine Armee aus Feuerstein. Sowas braucht das Lager. Unbedingt! Da oben. Oh. Ist ja gar kein Sand. Na gut, das nächste, was wir holen, ist Sand. Dann mache ich euch mal leer. Du warst leer, du warst jetzt auch leer. Du bist gleich auch leer. Du bist voll. Dann nehme ich euch gleich wieder mit zum Sandernten. Plus am besten eine Kiste mehr, weil beim Sand fällt ja dann doch noch das ein oder andere Dreck und Sandstein etc. ab. Danke sehr. So, da sind wir dann auch schon wieder. Gott, ich habe gesagt, ich nehme die vier hier mit. Und noch ein bisschen was mehr, weil wir dort ja auch mehr Verbraucher brauchen. Dann nehme ich die Grünen noch mit. Mit 8 sind wir gut bedient. Und dann würde ich sagen, auf in unseren Privatsandkasten. Na, ich weiß, wir könnten auch erstmal hier den Sand abkratzen. Also ganz ehrlich, der reicht vorne und hinten nicht. Und dann sind wir in 5 Minuten doch im Sandkasten. Also nehmen wir jetzt von dort hinten und das bauen wir dann ab. Wenn wir dort planieren und packen es in die Kiste und sind dann auch glücklich. So, nächste Mal werden wir hier dann erstmal ein Stück planieren und danach gehen wir Lehm holen. Also reine Abbaufolge, kann man sagen. Das machen wir jetzt so ein bisschen. Also, immer ein bisschen da dran arbeiten und an den Pyramiden arbeiten. Dann werden wir in der übernächsten Folge das Ganze brennen. Da werden wir dann wahrscheinlich nur planieren oder schon aufbauen, je nachdem wie weit wir sind. Ja, da. Und dann können wir die Kisten schon mal verlegen. Und fast schon anfangen. Also anfangs aufzubauen. Also die Pyramiden jetzt, ja.
geht dann alles relativ flott. So, ich würde sagen, wir bauen da oben erstmal diese Ecke ab. Und dann arbeiten wir uns in die Richtung weiter vor. Vorne dieser Hügel, den haben wir ja auch noch, wo das Wasser drumherum läuft. Na, fangen wir mal mit der Ecke an. Die eckt jetzt hier so richtig, also man sieht quasi, dass das mal ein Biombruch war. Richtig deutlich. Na gut, dann stellen wir erstmal unser Lager hier auf. 1, 2, 2, 3. 4. So. Und los geht's. Sollte eigentlich, wenn es gut läuft, genauso schnell gehen wie das mit dem Kies. Kies haben wir ein bisschen über 3 Kisten. Das ist ja auch das Ziel. Bringt ja nichts, jetzt alle 8 Kisten voll zu machen und wir haben eh keinen Kies. Na gut, ja, das ist Sand. Sand hat dann doch noch ein paar mehr Anwendungsmöglichkeiten als Kies. Also bis hierhin. Erstmal. Ja, am besten bildest du deine flache Kante. Ach, wird schon dunkel. Ja, das war ja ein schneller Tag. So, und jetzt ab ins Bett. Einsammeln kannst du morgen. So, machen wir hier noch schön gerade und dann wird erstmal alles, was hier rumliegt, einkassiert. Die werden mit Sand, mit Dreck geschlossen. Aber jetzt sag mir zumindest, dass diese große Ecke ein ganzes Inventar ist. Naja. Sagen wir ein Dreiviertel Inventar. Schon mal alles ablegen. Oh, dann würde ich mal sagen, bis hier.